Wir befinden uns in der Saison 2008-2009. Die ganze zweite Liga wird von alteingesessenen Traditionsvereinen beherrscht. Die ganze zweite Liga? Nein. Das kleine Aalen hört nicht auf, gegen die großen Widerstand zu leisten und sich gegen den Abstieg zu wehren. Nicht in den Zaubertrank gefallen, aber mit einer großen Menge Talent gesegnet, sind zwei Aalener Flügelspieler, Marco Reus und Kevin Großkreuz, 19 und 20 Jahre alt. Beide waren schon Teil der Mannschaft, die im Jahr zuvor den Meistertitel in der Regionalliga Nord holte und so den Zweitligaaufstieg klarmachte. Seite an Seite mit Lars Toborg. Gemeinsam bildeten die drei den Aalener Angriff. Wir waren natürlich das kleine Aalen da in Westfalen. Und wenn man doch ganz ehrlich ist, klar, haben wir uns super gefreut, aber unsere Erwartungen waren natürlich, okay, mal sehen, welche ganzen Truppen jetzt hier kommen, zweite Liga, toll, aber wir wussten schon, wir müssen schnell Punkte sammeln und haben uns in so einer Außenseiterrolle natürlich gesehen. Die Stars der Liga spielten woanders. Marek Mintal in Nürnberg, Benny Auer in Aachen oder Benny Laut bei den Löwen. Reus und Großkreuz mussten sich im harten Zweitliga-Alltag erstmal ihre Sporen verdienen. Großkreuz über den rechten Flügel, Reus über links. Sie waren Stammspieler, sie haben uns Tore gegeben, sie haben vorbereitet, sie waren mit 19, 20 Jahren schon voll in der Mannschaft integriert. Beide waren ja in Aalen auch, in der A-Jugend bzw. in der U19 und hatten jetzt auch noch nicht irgendwie die ganz großen Erfahrungen höherklassig gesammelt und konnten aber sofort in so einer ersten Saison frei aufspielen. Unter dem heutigen U17-Nationaltrainer Christian Wück war es die gesamte Saison über ein Auf und Ab. Ganz unten rein rutschte Rot-Weiß lange nicht. Das lag auch an Toborg, der insgesamt 13 Saisontreffer erzielte. Und tatsächlich, links und rechts von mir haben dann eben die Jungs Reus oder Großkreuz meistens, sie waren natürlich Stammspieler, gespielt, sodass ich im Zentrum oft war. Und tatsächlich haben wir sehr häufig dann über die Halbräume, über außen und dann war so ein typisches Tor eigentlich, was ich dann im Zentrum gelauert habe. Die Leistungen der Youngstars weckten Begehrlichkeiten. Und so gab es dann in der Rückrunde auch erste Wechselgerüchte. Und Marco und auch Kevin waren immer die Spieler, die, glaube ich, alle auf dem Zettel hatten, spätestens ab der Rückrunde. Und insofern muss man sagen, da hat man wirklich schon gesehen, die Jungs werden wahrscheinlich dann im nächsten Jahr oder in den nächsten Jahren den nächsten Step gehen. Großkreuz der Kämpfer, Reus der feine Künstler. Ihre Qualitäten schon damals zu sehen. Also Kevin ist wirklich immer über dieses viel zitierte Wort der Mentalität gekommen, über viele Wege, immer geackert. Trotzdem muss man sagen, und das hat man ja auch später in Dortmund gesehen, Kevin konnte sehr gut auch vernünftig mitspielen. Auch Marco, der sicherlich über den Speed kam, über Halbräume, hat dann meistens so auf Halb gespielt. Die beiden hatten schon das, was man später auch gesehen hat, aber das haben sie natürlich verstärkt und auf hohem Niveau nochmal ausgebaut. Zum Saisonende hin wurde es dann nochmal eng. Die Abstiegszone rückte bedrohlich nahe. Aalen wechselte den Trainer und schaffte dann das kleine Wunder, das ihnen kaum einer zugetraut hatte, den Klassenerhalt. Haben dann mit den jungen, frischen Wilden, wie es ja immer so schön heißt, und mit ein paar Erfahrenen eigentlich die Ruhe behalten und sind sogar am vorletzten Spieltag haben wir es geschafft. Auffällig auf dem Platz, unauffällig daneben. Marco Reus war in jungem Alter kein Lautsprecher. Marco war schon immer ein bisschen ruhiger noch zu der Zeit. Ich kann mich mal erinnern, da gab es noch ein Essen und da sah man auch, ja, wie jung und positiv naiv er noch war. Und sagte zu mir, Lars, ich habe meine Trainingsanzugsjacke nicht dabei. Es gibt doch Ärger. Ich sage, alles gut, Trainer wird nichts sagen, aber denk dran, ne, immer richtige Ausrüstung dabei haben, so Klassiker. Das hat er sich auch noch zu Herzen genommen. Heute schmunzelt man darüber, aber auch er wusste damals natürlich, okay, gewisse Disziplin, gewisse Regeln gibt es. Bei Großkreuz war es besonders die Liebe zum BVB, die herausstach. Kevin war ja schon immer sehr Dortmund-verrückt und Kevin hat auch immer abgeliefert, hat immer Gas gegeben. Aber Kevin ist auch manchmal wirklich nach dem Auslaufen oder auch wenn wir mal freitags gespielt haben, samstags, wie auch immer, der hat schon manchmal vorher gefragt, hier, ich dusche mich schnell, kurz Massage, ich will wieder Richtung Stadion oder mit den Fans unterwegs sein. Und das wissen ja auch alle, Kevin war ja auch immer schon früher da. Und da muss man auch wirklich mal den Hut ziehen. Also der hat immer sich erstmal um das Geschäft gekümmert, beziehungsweise um den Fußball. Aber Kevin war manchmal auch der Erste, der vom Gelände ging und gesagt hat, was weiß ich, jetzt gibt's eine Auswärtsfahrt, ich will da mit oder mein Verein spielt. Nach der Saison hieß es Abschied nehmen. Reus zog es nach Gladbach, Großkreuz zum BVB. Doch die beiden hatten Spuren hinterlassen in Aalen. Haben wir mit einem Unentschieden in Osnabrück, kein einfaches Pflaster, haben wir den Klassenerhalt geschafft, war ein großer Erfolg, weil der letzte Spieltag war dann ein bisschen entspannter. Und ich weiß noch ganz genau, dass ich da nach dem Spiel, da haben wir in Aalen ein bisschen gefeiert, mit Marco da stand.
Und da hat er mir gesagt, ja, ich gehe nach Gladbach. Und da habe ich noch damals gesagt, toller Schritt. Das ist, glaube ich, auch der richtige Schritt. Top-Verein, was man so hört und sieht. Die Prognose bewahrheitete sich. Es war der richtige Schritt. Reus setzte in Gladbach und später in Dortmund zu einer großen Bundesliga-Karriere an. Großkreuz wurde 2014 sogar Weltmeister. Die ersten Schritte gingen beide aber im beschaulichen Aalen. Ein guter Grundstein für große Karrieren.